meine lieben Freunde. Ihr wolltet es und ihr sollt es haben. Wir sind zurück bei Vanish, die neueste Version, die im Moment verfügbar ist. Ich weiß nicht, welches ist. Das Spiel wurde von 3D Drunk Man, glaube ich, gemacht. Oder von der Company, ich weiß es nicht. Beim Anfang stand 3D Drunk Man mit dabei. Nicht schlecht, ne? 3D und dann Drunk Man, also Drunk Man. Ihr wisst, wie es läuft. Gerade noch in der Aufnahme vom Pineview Drive dachte ich mir, wo ich so ein paar Worte über Vanish verloren habe, warum nicht direkt danach Vanish spielen, wenn man sich schon sowas antut, ne? Warum auch nicht den absoluten Hardcore-Shit? What the f... Okay. Was ich vor allen Dingen an dem Spiel so sehr liebe, dass es so hell ist. Wow! Ach du Scheiße. Ja, das war eigentlich ein Witz mit der Helligkeit. Alles klar, also wir wurden hier rein verfrachtet. Das erklärt wenigstens, warum wir plötzlich hier sind. Irgendjemand hat uns in so eine Minenschacht mit reingeworfen. Das ist ja sehr nett von dem jemanden. Und das Spiel ist so dunkel, es ist nicht auszuhalten. Ohne Witz. Ich meine, seht euch das an. Auf eurem Bildschirm wird es heller sein als auf meinem, weil ich kann euch das nicht antun, dass es so dunkel ist. Aber das heißt, bei euch wird es weniger... Ja, sicher renne ich jetzt. Guck mal, kurz mal Shift, damit das verschwindet. Boah, du siehst nix. Oh mein Gott, ist das krass. Alter, du siehst wirklich gar nix. Oh Gott. Alter, das ist so dunkel mit dem Hall und weiß ich nicht, was noch allem. Ich glaube, ich muss das wirklich ein bisschen heller machen. Das ist so dunkel. Ich kann nicht mehr weiter nach oben gehen. Normalerweise, wenn ich weiter nach oben von weiter oben auf meinen Screen drauf gucke, dann sieht man was. Hier sind wenigstens ein paar Lampen. Alter. Einfach diese Atmosphäre. Du hast so ein leichtes Rauschen im Hintergrund, was sich wirklich anfühlt wie so eine kanalisationartige Umgebung. Das zieht dich direkt mit rein. Also für alle Leute, die denken irgendwie, das Spiel ist voll langweilig. Ja, dann... Achso, lesen. Bla 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 bla. Wir sollen wahrscheinlich in den Water Pump Room wieder reingehen. Oh, schön. Oh, ich sollte da nicht durchlaufen. Sonst mache ich hier Patschi Patschi. Und dann machen die anderen Patschi Patschi in mein Gesicht, indem sie mich verprügeln. Oh, shit. Warum spiele ich sowas? Ich weiß es nicht. Hallo? Hallo? Obwohl, Moment, ich habe gerade eine richtig gute Idee. Meine Lieben, das wird das Ganze doch unterstützen, oder nicht? So kommt der Hall vielleicht besser rüber. Hallo? Ist... Der Hintergrundsound hat aufgehört. Oh, shit. Nein. Nein, ich will nicht. Ich mache mal den Sound lauter, das sollte ich absolut nicht tun, damit ich Sachen höre. Nee. Ich glaube nicht, dass der rechte Weg ist. Haha. Phil, if you see this. Bla bla bla, okay. Alles klar. Schön für euch. Wie wär's mit einer Taschenlampe? Das wäre voll supi. Ah! Mein Gott! Oh! Das war mies. Ich sehe Schatten. Dingensens. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht. Oh Gott. Oh shit, das kam von rechts, also gehe ich mal nach links. Ach du Kacke. Ich will nicht. Ich werde nur einen Versuch machen und dann werde ich das wieder nach hinten verschieben. Oh mein Gott. Hallo, ist da wer? Oh, ich bin Ron. Ron? Ron, was machst du? Oh, shit. Nein. Oh, shit. Oh, shit. Bitte sei nicht da. Bitte sei nicht da. Ah, ich bin Ron. Ron! Halt die Klappe. Heilige Kacke. Warum mache ich dir Angst? Als ich klein war, habe ich einen Stein gegen den Kopf bekommen. Deswegen bin ich so dämlich. Schön für dich. Oh, Kacke, das ist neu. Das ist neu. Mach doch sowas nicht. Oh mein Gott. Da ist er. 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 Oh Gott. Nein.
Oh Gott, mach doch so eine Scheiße nicht. Mach doch sowas nicht. Oh, meine Fresse. Hat er das gehört? Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Oh, Alter. Hör auf jetzt. Das ist ja krass, Mann. Oh mein Gott. Der Typ war da. Und ihr macht hier so eine Kacke. Heilige Scheiße. Oh. Oh, Heilige Mutter. Wie, die Wände bewegen sich. Hier ist eine Wand. Wie, hier ist eine Wand. Nein. Ich will nicht wieder zurück. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Hier war eben keine Wand. Ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Hier war eben keine Wand. Ich muss zurück zu dem Ollo. Ich will nicht zurück zu dem Ollo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieses Spiel. Es ist so krank. Oh. Irgendwelche nackten Typen. Ach so, ich hau hier die ganze Partymäßig das Ding hier rein. Okay. Ich muss da unten rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Typ war da. Der Typ war da. Ach du Scheiße, Alter. Das Spiel ist so krank, ne? Das geht nicht mehr klar. Hallo, irgendwelche nackten Typen, die mich verfolgen? Ich hoffe doch nicht. Ich mag keine nackten Typen, die mich... Ene, mene, mu. Und dran bist du nicht. Sondern du. Okay. Alles klar. Bitte lass keine nackten Typen hier sein. Ich bin gerade so konzentriert darauf, die direkt zu sehen. Oh, nein. Ein totes Ende. Oh, shit. Dann bist eben doch du dran. Aber ich nehme mir das hier mal eben mit. Oh Gott. Ja, meine Lieben, für die Leute, die denken, ich bin hier einfach nur völlig bescheuert und das Spiel ist gar nicht gruselig. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Diese Jumpscares sind so eklig. Beruhig dich erstmal. Ich höre Geräusche. Und zwar richtig viele. Oh mein Gott. Hilf mir! Ohne Witz jetzt! Ich höre Zeugs. Ich bin hier. Wo muss ich hin? Ja, ich weiß, ich kann gar nicht hier sein. Das ist völliger Bullshit. Ich bin nicht in einem viereckigen Raum. Oh mein Gott. Alter, die Geräusche! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so beschäftigt mit den ganzen Geräuschen, die hier abgehen. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Fliegen sind auch hier unten. Ich werde sterben, kann das sein? Alter, das macht mich so fertig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck, die Geräusche. Ich will nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. War die Lampe eben auch schon hier? Ich meine nicht. Alter, das ist krank. Hier ist der Anfang. Nein, hier ist der Anfang, Alter. Alles umsonst. Oh Gott. Hilfe. Die Wände bewegen sich wirklich. Alter, die Geräusche. Ja, schön für euch. Schicke Geräusche macht ihr da. Würdet ihr damit bitte aufhören? Das wäre sehr romantisch von euch. Ich höre schon wieder fliegen. Au. 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 Mein Gott.
Mein Gott! Das Spiel ist krank. Ich kann mir gar nichts merken, weil ich einfach nur so weit vor mit diesem Spiel gerade beschäftigt bin, mit der Atmosphäre und... Alter, das macht einen so fertig. Du kannst dir hier nichts merken, was da abgeht. Das ist einfach nur brutal, echt. Wow. Also wenn das nicht hammerhart ist, dann weiß ich auch nicht, was hammerhart ist. Die Wände bewegen sich wirklich, das Ding war eben nicht hier. Was ist das? Kleinen Moment, ich gehe mal gerade zurück hinter das Gitter. Auch wenn der Typ da in der Nähe ist. Um dahinter einfach mal gerade ganz in Ruhe die Karte zu lesen. Schnell rein hier. Ach du Scheiße, Alter. Das ist so krank. Das ist so krank. Okay, so, damit wir ein bisschen was sehen können. Das Tor, die Notfallleiter. Bei der Wasserpumpe sind die Keys. Wo sind wir? Von wo sind wir reingekommen? Das steht hier nicht mit bei. Im Prinzip denke ich... Ach so, okay. Die Schlüssel können also entweder in dem Wasserpumpenraum oder im Generatorraum sein. Ich verstehe. Wir sind sehr oft am Wasserpumpenraum vorbeigekommen. Moment, ich muss mich gerade mal umpositionieren. Ich sitze hier doch sehr heftig. Ich meine, sehr heftig. Mit dem Hall im Hintergrund müsste ich natürlich eigentlich ein wenig anders reden. So, Generatorraum. Ja, entweder stoßen wir auf den Generatorraum, den Wasserpumpenraum, finden die Schlüssel und schaffen es dann zufällig in den zur Notfallleiter zu kommen und wir überleben es. Oder wir werden von diesen Viechern gefressen. Das ist natürlich die schönste Möglichkeit. Absolut. Ich hoffe, drückt mir die Daumen, dass ich zufällig auf die Wasserpumpe treffe. Keines dieser Monster währenddessen sehe. Natürlich der Schlüssel mit in der Wasserpumpe mit drin ist und wir dann sofort wissen, wo es lang geht. Das Problem ist, von wo kommt man rein? Das wird ein Ratespiel, von wo man dann wirklich in den Wasserpumpenraum reinkommt. Weil es ist ja schön, dass hier eine Karte mit dabei ist. Gut, doch, es ist ein wenig markiert. Wenn man über den Water, wo Waterpump steht, direkt darüber ist, die Wand so ein bisschen... angeschrägt und geht dann weiter, während es bei den anderen einfach nur ein eckiger Raum ist. Wenn ich das sehe, da muss es mit reingehen. Aber vorher müssen wir erstmal den Schlüssel finden. Höchstwahrscheinlich, wenn ich da bin, geht mein Arsch mir schon so auf Grundeis. Alter, diese Hintergrundgeräusche sind so unnötig. Wie wäre es, wenn ich meine alte Version irgendwo von meinem Rechner rauskrame und wir spielen die weiter? Die war viel schöner. Da gab es nicht solche Geräusche und sowas. Oh Gott, hört ihr das? Oh Gott, wie kann man das nicht hören? Was ist das für eine Frau? Was ist das? Oh, der Puppenraum. Das ist der Puppenraum. Ich zünd mal gerade einen Glowstick. Ich brauche unbedingt einen. Mach an! Ich danke dir. Wo ist der Raum abgeschrägt? Wir haben noch keinen Schlüssel. Nichts explodieren lassen, bitte. Ich weiß nicht, wo es hier richtig rausgeht. Ich glaube, da können wir nicht runter. Alter, dieses Spiel, Mann. Hier ist nirgendwo ein Schlüssel. Da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Was ist das hier? Alles klar. Vielleicht ist es auch der Generatorraum. Ich weiß es nicht. Ist es der Generatorraum? Es sieht mir danach aus. Wo müssen wir denn dann hin? Der Generatorraum. Das ist die Wasserpumpe auf jeden Fall. Ich probiere es mal mit dem Weg hier. Das heißt, ja, das ist doof. Die Schlüssel sind dort ganz hinten. Ja, gut, ich weiß nicht, welcher Weg das ist. Ach. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Was passiert? Was passiert? Ich weiß nicht, was passiert. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott, der Wasserraum ist explodiert. Lauf, Alter! Nicht anhalten! Lauf, 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 lauf! Es wird schlimm! Ich renne einfach weiter geradeaus. Wen kümmert's? Ich nehme mal das hier mit. Ja, schön. Right, right, left. Probiere ich mich jetzt mal daran zu halten. Alter! Mach doch wenigstens Lichter an, du Sau! Mein Teil funktioniert nicht mal mehr. Ich sehe gar nichts. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Kein Ende, nur der Tod. Super.
Das finde ich schön. Ich sehe nichts. Leute, ich sehe gar nichts. Ich sehe nur leichte Umrisse. Ich bin so tot. Hi. Oh Gott. Der hat mich nicht gesehen. Ich laufe einfach zurück. Ich weiß nicht mal, ob ich gerade dem Weg folge. Ich sehe gar nichts. Oh mein Gott. Panik. Hilfe. Laufe ich überhaupt? Ich sehe nichts. Ich laufe halbwegs gegen die Wand. Es scheint sich zu beruhigen. Alter, ich sehe nichts. Es ist so dunkel. Es wird wieder heller. Ich habe meinen Stick anscheinend jetzt endlich anbekommen. Ich habe die ganze Zeit auf die Taste zwar drauf gehauen, aber egal. Was passiert jetzt? Okay. Ein Nervenzusammenbruch ist, warte, es geht weiter? Oh nein. Oh nein. Was ist passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Ah, verdammt, Alter, habe ich mich erschrocken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fahr einfach wieder in Ohnmacht und dann kommen wir irgendwo raus. Hilfe. Hör nicht auf zu sprinten. Junge, hör nicht auf. Ich hasse dieses Spiel. Das Spiel ist schrecklich. Es ist schrecklich. Oh mein Gott. Hilfe! Oh! Oh Gott, darf ich mir ein Licht anmachen? Es ist stockduster hier, ich habe Kopfhörer auf. Es ist schrecklich. Es ist sowas von schrecklich. Oh! Und es will einfach nicht aufhören. Ich gehe diesmal nicht rechts rum. Oh mein Gott, nein, ich bin tot. Ich bin so tot. Hi! Hi! Es ist vorbei! Yay! Oh, scheiße! Oh mein Gott! Ich echt... Ohne Witz jetzt, ich weiß nicht, ob es irgendein Horrorspiel in dieser Welt gibt. Was einfach diese Art von Atmosphäre, das ist krank! Die Art von Atmosphäre, die du in diesem Spiel mit drinne hast. Alter. Boah, wie hängst du da drinne? Ich glaube, ich war gerade eine halbe Stunde oder so hier mit drinne unterwegs. Ich bin so fertig. Ja, schön. Ich glaube, das war's mit Let's Playen für heute. Alter. Ist das krass. Also jedes Mal, wenn ich Vanish anmache, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich weiß, ich mach mal hier den hier weg, ne? Ich weiß, es ist super gruselig und die Atmosphäre nimmt einen so mit. Aber ich vergesse jedes Mal, in welchem Level dich dieses Spiel wirklich mitnimmt. Also SCP Containment Breach schafft es auch zu einem gewissen Teil. Zu einem gewissen Teil. Ich drehe mich schon die ganze Zeit um. Es hat schon wieder dieses Feeling erreicht, was ich echt komplett abgeschüttelt hatte. Wenn du dieses Spiel spielst, du bist danach so fertig. Und jeder, der sagt, das war doch gar nicht gruselig, man hat nichts gesehen, da sind nur ein paar Monster. Ja, ihr seid die Superhelden. Ladet euch das doch mal runter. Und spielt es einfach mal für euch selber. Stockduster im Raum, kein Licht irgendwo. Das einzige Licht, was ihr habt, ist tatsächlich das Licht von eurem Bildschirm hier. Und natürlich die Helligkeitseinstellungen sind sehr dunkel. Und wie man das hier sieht, ist das doch nicht mal das Level, was an Dunkelheit erreicht werden soll. Ja? Guck mal hier. Die Striche sollen ungefähr in dem Level sein. Aber ich kann es nicht weiter nach unten ziehen, nur noch weiter nach oben. Dann würde es so aussehen. Aber selbst so, ich habe nichts gesehen. Wie viel mehr Gruseligkeit, Gedönse wollen die denn noch haben? Alter, ich bin fertig mit dem Spiel. Wenn ihr es schafft, mich zu überreden, das Spiel nochmal zu spielen, dann seid ihr echt super. Aber ich glaube, ich alleine schaffe das nicht. Oh mein Gott, Alter. Vergesst nicht, am 9. August um 19.30 Uhr ist das Abo-Treffen. Findet auf Skype statt. Wir zocken eine Runde. Keine Sorge, das hier zocken wir nicht. Ganz sicher nicht. Scheiße. Mein Puls ist immer noch auf 500. Dabei sollte man eigentlich drauf gehen, aber egal. Und weiß nicht, wir zocken Spiele, reden ein bisschen.
wenn ihr mich, wenn ihr daran teilnehmen wollt, ladet mich in Skype ein. Mein Name da drunter in Skype ist der Graf LP mit so einem kleinen Schweinchen, so wie hier in YouTube als Profilbild. Einfach einladen, sagen, ich würde gern beim Abo-Treffen mit dabei sein. Und dann machen wir das, kein Problem. Alter, ihr habt das Gefühl, ich hab... Das ist absolut das Gegenteil von meinem Let's Play-Stil gewesen. Sonst laber ich ja nur, weiß nicht. Ich hab schon Schluck auf. Dummes, lustiges Zeugs. Sagen wir es so, ne? Aber hier, ich hatte so viel Panik. Ich hab krampfhaft versucht, irgendwie was Lustiges rauszubringen. Es hat nicht funktioniert. Dieses Spiel ist krank. Und mit den Worten, bevor ich es nochmal sage, verabschiede ich mich, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch einen Vanish-Oxy-freien Tag, ne, das Waschmittel. Benutzt das nicht, sonst kommt ihr in so eine Welt. Oder schnieft das und esst das nicht. Und macht auch sonst keine anderen Dinge mit damit. Schmiert euch das nicht ins Gesicht oder sowas, sonst träumt ihr davon. Deswegen, bleibt geschmeidig und bleibt Vanish-Oxy-clean. Wir sehen uns. Bis dann. Und habt einen schönen Tag. Und bis zum 9. August. Haut rein. Und ciao.